Können Piranhas wirklich einen Menschen in wenigen Minuten in ein Skelett verwandeln? Abgesehen von Filmen, seid ihr schon mal einem Piranha begegnet? Piranhas, eine der ersten Kreaturen, die einem in den Sinn kommen, wenn es um Gefahr in der Natur geht, werden in zwei Arten unterteilt: Fleischfresser und Pflanzenfresser. Pflanzenfresser sind dafür bekannt, dass sie sich von Algen und Süßwasserpflanzen ernähren. Aber was ist mit den Fleischfressern? Ernähren sie sich nur von Fischen, die kleiner sind als sie selbst? Oder von einem Onkel mittleren Alters, der ihnen mit seinen scharfen Zähnen in wenigen Minuten ein Festmahl bereiten wird? Was sich die Menschen am meisten fragen ist, ob Piranha einen Menschen in wenigen Minuten vernichten können. Was denkt ihr darüber? Ist so etwas überhaupt möglich? Nach einer Studie amerikanischer Biologen aus dem Jahr 2007 wird geschätzt, dass Piranhas vor bis zu 25 Millionen Jahren lebten. Man kam zu dem Entschluss, dass er sich vor etwa 9 Millionen Jahren auch von seinen Vorfahren entfernte. Nach dieser Divergenz begann der Atlantische Ozean anzusteigen und die in Südamerika fließenden Flüsse zu verbreiten. Piranhas, die bei diesem hohen Salzgehalt nicht überleben konnten, wanderten in höher gelegene Gebiete wie den Amazonas und dorthin, wo das Süßwasser konzentriert ist. Das markanteste Merkmal der Piranha sind ihre großen und spitzen Zähne. Die Zähne, die an starken Muskeln befestigt sind und wie Scheren aussehen, bleiben in einer Position, in der sie fest ineinander greifen, wenn sie das Maul schließen. Aus diesem Grund kann der Piranha problemlos jede Beute fressen, die viel größer ist als er selbst. Genau wie ein scharfes Messer, das eine Tomate perfekt in der Mitte durchschneidet. Vor allem in Gruppen herumstreifende Piranhas gehören zu den mittelgroßen Tieren, die in den Flüssen Südamerikas leben. Piranhas, ein evolutionärer Verwandter der Slammer, die für ihre Gelassenheit bekannt sind, leben in den Bächen und Flüssen der Amazonaswälder und bedecken ein sehr großes Gebiet. Die pflanzenfressenden Arten, die Paku genannt werden, sind nicht aggressiv. Die Piranhas, die ihr Dasein im Kollektiv fristen, geben mit ihren Gassackorganen Töne in verschiedenen Frequenzen von sich, während sie mit anderen Fischen oder Beutetieren kämpfen. Wenn ein Piranha aber mit seinen Zähnen knirscht, bedeutet das, dass er seine Beute nicht mehr loslässt. Wenn die Beute dieses Geräusch hört, muss sie sehr schnell wieder weg. Genau wie in dem Film Forrest Gump. Lauf, Forrest, lauf! Die silbernen und roten Piranhas sind sehr anhänglich an ihre Familien. Es gibt insgesamt 50 oder 60 Piranhas in ihren Schwärmen, die das kollektive Leben lieben. Da dieser Fisch, der nur so viel Nahrung zu sich nimmt, wie er braucht, ironischerweise den Geruch von Blut nicht ertragen kann, wird ein verletzter Piranha in der Herde aus Instinkt von der ganzen Familie gefressen. Vor allem, wenn sie während der Fortpflanzungszeit sehr hungrig sind, fressen Piranhas auch gerne große Vögel, die im frischen Wasser sich ausruhen und das Vieh, das zu nah ans Wasser kommt. Die Größe des Lebewesens, das sie fressen, wenn sie es in einer Herde herunterziehen, ist irrelevant. Also ist Fleisch für Piranhas das, was Käse für Mäuse ist. Kommen wir zu der sehr kuriosen Frage über Piranhas. Können Piranhas einen Menschen in wenigen Minuten in ein Skelett verwandeln? Piranhas können problemlos jeden Kadaver verzehren, dem sie in ihrer natürlichen Umgebung begegnen. Laut einer anthropologischen Studie wirft ein Einwanderer namens Francesco Pizarro im Jahr 1553 die indianischen Ureinwohner, die während der Invasion des Amazonasgebiets in ihren Kanus getötet wurden, ins Wasser und bietet den Piranhas Nahrung. Ungefähr 5 Minuten nachdem sie ins Wasser geworfen wurden, sieht man, dass alle Leichen zu einem Skelett zusammengewürfelt wurden. Nach dem Ende der Invasion lassen die Indianer die Toten ihres Volkes in einem Eisenkäfig in Flüssen voller Piranhas zurück. Nach 5 Minuten sind nur noch die Skelette der Menschen im Käfig. Später werden diese Skelette geschmückt und es findet eine Todeszeremonie statt. Zusammen mit dieser Tradition aus dem 16. Jahrhundert ist die Antwort auf die berühmte Frage ja. Piranhas können einen menschlichen Körper innerhalb von 5 Minuten in ein Skelett verwandeln. Behaltet das im Kopf. Jedes Lebewesen in der Natur lebt nach seinen eigenen Regeln und in seinem natürlichen Lebensraum. Da dieses Leben nicht bewusst ist, sorgt es für eine unglaubliche Ordnung in der Natur. Das einzige Lebewesen, das diese Ordnung missbrauchen kann, ist der Mensch. Kurz gesagt, solange ihr aus dem Nichts auftauchen und sich kein Lebewesen daran stört, wird es auch so bleiben. Aber selbst wenn ihr etwas tut, um die Ordnung zu stören, wird ein Piranha sich und seine Familie instinktiv schützen. Falls also eines Tages dein Weg durch die Strömungen des Amazonasdschungels führt, denkt einfach daran, solange ihr nicht tötet oder stört, könnt ihr auch ein friedliches Leben mit Piranhas führen. Steckt aber jedoch nicht eure Hand ins Wasser oder versucht sie zu streicheln. Put, 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 kommt Piranha, kommt tot.